Der Flensburger Löwe, Idstedt Löwe oder Idstedter Löwe, ist eine Plastik der spätklassizistischen Monumentalbildhauerei, die der dänische Bildhauer Hermann Wilhelm Bissen 1862 als Denkmal für den Sieg der königlich dänischen Truppen über die deutschen Schleswig-Holsteiner in der Schlacht bei Idstedt geschaffen hat. Das Original wurde nach dem deutschen Sieg im Krieg von 1864 und der Abtretung des Herzogtums Schleswig an Preußen von Flensburg nach Berlin verbracht, von wo es 1945 nach Kopenhagen gelangte. 2011 kehrte die Plastik an ihren ursprünglichen Standort in Flensburg zurück und wurde am 10. September 2011 enthüllt. Eine 2005 restaurierte Zinkkopie aus dem Jahre 1874 befindet sich im Berliner Ortsteil Wannsee am Seeufer von Heckeshorn. Überblick: Für das Verständnis der Figur und ihrer Odyssee sind 5 Elemente bestimmt. Die dänische deutschen Kriege in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Tatsache, dass der Löwe das Wappentier Dänemarks ist, hinsichtlich der Berliner Kopie die Gründung der Kolonie Alsen am Wannsee im Jahr 1863, hinsichtlich der Berliner Kopie der deutsch-dänische Krieg als Meilenstein auf dem Weg zur nationalen Einigung, hinsichtlich der Rückkehr nach Flensburg die deutsch-dänische Versöhnung nach 1945 bis heute und der Wunsch von politischer Seite, ein Symbol für das seit Jahrzehnten wachsende Zusammensein zwischen Dänen und Deutschen im Grenzgebiet zu setzen.